Für den folgenden Versuch benötigen wir zwei Teelichtschalen als Elektroden, einen Magneten, der bis auf eine Seite isoliert ist, einen 9-Volt-Block, Anschlusskabel, eine Schale, die wir mit Wasser füllen, Salz und Tinte. Aus den Teelichtschalen formen wir zunächst zwei Elektroden, die wir unter den isolierten Magneten schieben. Wichtig ist, dass die beiden Elektroden sich nicht berühren. Elektroden und Magnet platzieren wir nun in einer mit Salzwasser gefüllten Schale und führen die Anschlusskabel von den Elektroden nach außen zum 9-Volt-Block. Wenn die Elektroden mit der Batterie verbunden werden, entsteht zwischen den beiden Elektroden ein elektrisches Feld. Der Permanentmagnet sorgt gleichzeitig für ein konstantes Magnetfeld, das in unserem Fall oben aus dem Wasser heraus zeigt. Somit stehen E- und B-Feld senkrecht zueinander. Nun geben wir einen Tropfen Tinte ins Salzwasser, um die Bewegung des Wassers besser sehen zu können, und schließen den Stromkreis. Wir können beobachten, dass das tintengefärbte Wasser von links zwischen den beiden Elektroden hindurch nach rechts gepumpt wird. Doch wieso ist das so? Aufgrund der angelegten Spannung und der Leitung der Salzionen kommt es zu einem Stromfluss zwischen den Elektroden. Dieser Stromfluss verläuft näherungsweise senkrecht zum B-Feld. Auf die bewegten Salzionen wirkt entsprechend eine Lorentzkraft. Diese kann idealisiert über die Formel für die Kraft auf einen geraden, stromdurchflossenen Leiter im B-Feld, Lorentzkraft ist gleich I mal D mal B, berechnet werden. Die Kraftrichtung ergibt sich aus der rechten Handregel und zeigt in unserem Falle nach rechts. Ein Umpolen der Elektroden würde die Pumprichtung entsprechend umkehren.